Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mehr als 8 Milliarden Tierarten auf der Erde, von denen viele in freier Wildbahn überleben müssen. Da kann es durchaus vorkommen, dass Raubtiere auf den falschen Gegner treffen. Heute zeige ich euch 10 solcher Momente. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Bevor wir mit dem Video beginnen, abonniere bitte auch unseren neuen Kanal. Hier laden wir jede Woche 3 Videos zu allen möglichen spannenden Themen hoch. Gib faszinierend in die YouTube-Suchleiste ein oder klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um zum Kanal zu gelangen. Wir sehen uns dort! Nummer 10. Als Forscher der NOAA, Okeanos Explorer, in den Tiefen des Pazifiks Informationen sammelten, stießen sie plötzlich auf einen überraschenden Kampf zwischen einer Tiefseegarnele und einem schwarzen Drachenfisch. Das Interessante daran war, dass die Tiefseegarnele gewann. Sowohl die Tiefseegarnele als auch der schwarze Drachenfisch haben eine besondere Eigenschaft, die Biolumineszenz genannt wird. Das heißt, sie haben bestimmte Organe in ihrem Körper, die es ihnen ermöglichen, ihr eigenes Licht zu erzeugen. Der Drachenfisch lebt in einer Tiefe von 200 bis 7000 Metern und ernährt sich hauptsächlich von Algen, Plankton und wirbellosen Tieren. Aber die Tiefseegarnele hatte keine Angst vor dem Fisch und beschloss sogar, ihn zu fressen, weil sie offensichtlich hungrig war. Nummer 9. Jeder weiß, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich Skorpionen nähert, denn die meisten Arten haben tatsächlich einen Stachel, von denen einige sogar giftig und tödlich sind. Ihr Gift ist in der Tat sehr gefährlich und stark. Aber die Spitzmaus in diesem Video scheint überhaupt keine Angst zu haben. Deshalb hat man ihr den Spitznamen Psycho-Spitzmaus gegeben. Skorpione haben vielleicht einen giftigen Stachel, aber Spitzmäuse sind schnell. Ihr Herz kann 800 Schläge pro Minute machen und sie nutzen auch die Echoortung, um ihre Beute zu orten. Wie du siehst, ist die Spitzmaus sehr schnell und immer in Bewegung und hat scharfe Zähne, mit denen sie angreift. Nach einer Weile war der Skorpion erschöpft und ergab sich der Psycho-Spitzmaus, die hungrig auf einen leckeren Snack war. Nummer 8. Auf der Liste der wildesten Meeresraubtiere steht der Hai eindeutig an der Spitze. Aber einige Meeresbewohner können einen Hai überwältigen und ihn zur Beute machen. Darunter die Muräne. Weißspitzen-Riffhaie sind für ihre schlanken Körper bekannt, mit denen sie sich durch Höhlen in den Riffen manövrieren. Auch die Muräne ist ein Riffbewohner, der sich auf das Anlocken seiner Beute spezialisiert hat. Mit einer Länge von bis zu 3 Metern ist sie ein wahres Seeungeheuer. Zusätzlich zu seinen scharfen Zähnen verfügt er über einen zweiten Satz Kiefer, mit dem er seine Beute verschlucken kann. Zum Glück für den Hai beschließt die Muräne, ihn aus irgendeinem Grund loszulassen, und der Hai schwimmt dann davon, als wäre nichts geschehen. Nummer 7. Kaimane gehören zu der Unterfamilie der Alligatoren. Sie machen sich nur um einige wenige Raubtiere in ihrer Umgebung Sorgen, darunter den Jaguar. Man könnte meinen, dass der Kaiman, der die meiste Zeit im Wasser verbringt, damit einen Vorteil hätte, aber das ist nicht der Fall, denn auch Jaguare können sich hervorragend im Wasser bewegen. Jaguare sind die am wenigsten wasserscheuesten unter den Großkatzen und lieben es, im Wasser zu sein oder die Flüsse zu überqueren, um näher an ihre Beute heranzukommen. Sie können sogar unter Wasser tauchen, und wie ihr in diesem Video sehen könnt, springt ein Jaguar aus dem Wasser und schafft es, einen Kaiman in seinem Maul zu packen. Im Gegensatz zu anderen Großkatzen, die ihre Beute mit dem Kiefer ersticken, greift der Jaguar auf eine aggressive Weise an. Er greift nämlich nach dem Hals der Beute und durchbohrt ihn mit seinem kräftigen, starken Biss. Nummer 6. Der südliche Riesensturmvogel ist ein Vogel, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. Er ist als aggressiver Räuber und Aasfresser bekannt und ernährt sich normalerweise von anderen Vögeln, Grillfischen und manchmal auch von Pinguinküken. Deshalb geriet diese Gruppe von Pinguinen sofort in Panik und kam aus dem Wasser, sobald sie die Riesensturmvögel vorbeifliegen sahen. Die Pinguine eilten an Land, bis auf diesen armen kleinen Pinguin, der nicht rechtzeitig zur Stelle war. Das machte ihn zu einem leichten Ziel für die Vögel. Wie man sieht, sehen alle Pinguine zu, bis plötzlich ein erwachsenes Männchen zur Hilfe kommt und die Sturmvögel verjagt. Die Flossen der Pinguine mögen zum Fliegen unbrauchbar sein, aber sie können ganz schön zuschlagen. Nummer 5. Bären sind eines der am meisten gefürchteten Raubtiere im Tierreich. Aber wer hätte gedacht, dass sie vor einem Hund zurückschrecken würden, der außerdem viel kleiner ist als sie? Dieses Video wurde irgendwie in Yakutat, Alaska gedreht. Eine Familie war auf einem Angelausflug und als sie ihren Lachsfang auf den Boden legten, kamen die Bären auf den Geruch. Grizzlybären haben normalerweise keine Angst vor Menschen, aber zum Glück hatte die Familie 3 Hunde dabei. Und als die Hunde merkten, dass die Bären in ihr Revier eindrangen, verjagten sie sie. Nach Ansicht von Wissenschaftlern haben Bären von Natur aus Angst vor Kojoten, weil Kojoten manchmal Bärenjunge stehlen. Aus diesem Grund haben mehrere Organisationen Hunde zu Bärenhirten ausgebildet.
Nummer 4. Otter sind wohl eines der niedlichsten Tiere der Welt. Aber lasst euch nicht von ihrem niedlichen Aussehen täuschen, denn sie können auch großen Schaden anrichten, besonders wenn sie in Gruppen unterwegs sind. Die folgenden Videoaufnahmen wurden im Bronx Zoo in New York gemacht. Wir sehen eine Gruppe von Ottern, die einen armen Javaner-Affen angreifen. Einige seiner Freunde versuchten ihn zu retten, aber es scheint, dass auch sie Angst vor den kleinen Ottern haben. Wir werden wahrscheinlich nie herausfinden, warum die Otter beschlossen haben, den Affen anzugreifen. Aber es sieht so aus, als würden sich die beiden Tiere nicht vertragen. Otter haben starke Zähne und kräftige Bisse, also egal wie niedlich sie aussehen, man sollte sie nicht verärgern. Nummer 3. Orcas haben den Ruf, große Bartenwale zu jagen. Orcas sind die größten Vertreter der Delfinfamilie und ernähren sich von einer Vielzahl von Meerestieren wie Robben, Tintenfischen und sogar Haien. Aber was sie zu großartigen Jägern macht, ist die Art, wie sie in Gruppen jagen. Diese Art zu jagen ist auch der Vorgehensweise von Wölfen sehr ähnlich. In diesem Video sehen wir, wie eine Gruppe von Orcas Jagd auf einen Zwergwal macht. Zwergwale sind die kleinsten in der Familie der Großwale, aber man sollte sie nicht unterschätzen, denn auch sie können bis zu 11 Meter lang werden. Der Zwergwal versuchte, den Orcas auf eigene Faust zu entkommen. Der Kampf hätte auch stundenlang gedauert, denn der Zwergwal hat eine große Ausdauer. Aber weil die Orcas als Team zusammenarbeiten, war der Zwergwal schließlich erschöpft. Und ich denke, du kannst dir denken, was dann geschah. Nummer 2. Jeder weiß, dass Kobras giftig sind und man sich deshalb vor diesen Tieren in Acht nehmen muss. Aber der Mungo ist einer der wenigen, die keine Angst vor einer Kobra haben. Das liegt daran, dass sie mutierte Zellen in ihrem Körper haben, die es ihnen ermöglichen, einen Biss einer Giftschlange zu überleben. In diesem Video sehen wir eine Manguste, die beschließt, gegen die Kobra zu kämpfen. Die Manguste ist mutig genug, um schnell zu reagieren und so dem Angriff der Schlange auszuweichen. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und weil sie gegen das Gift der Kobra immun ist, haben sie die Möglichkeit zu gewinnen. Doch in diesem Kampf beißt die Kobra die Mongoose, woraufhin diese beschließt wegzulaufen. Es sieht so aus, als wäre die Mungo nicht hungrig genug gewesen, um die Kobra zu überwältigen, aber in etwa 80% der Fälle gelingt es dem Mungo, die Kobra leicht zu besiegen. Nummer 1. Der Löwe ist bekanntlich der König des Dschungels, weil er nur wenige Feinde hat. In diesem Video scheinen die Löwen jedoch vor einem Nashorn zu fliehen. Das Nashorn ist bekanntlich ein riesiges Tier mit einem großen Horn. Vielleicht sind es diese beiden Merkmale, die die Löwen einschüchtern. Im folgenden Video, das im Krüger Nationalpark aufgenommen wurde, sehen wir zwei Löwen, die weglaufen, als das Nashorn auf sie zukommt, um sie anzugreifen. In der freien Wildbahn sind die beiden Tiere natürliche Feinde des anderen. Bei einem Kampf 1 gegen 1 wird das Nashorn wegen seines Horns wahrscheinlich gewinnen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass eine Gruppe von Löwen ein Nashorn angegriffen hat. Dies geschieht jedoch selten und nur, wenn sie wirklich hungrig sind. Welcher Tierkampf hat dich am meisten beeindruckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.